zusammen, ich bin Jörg und heute zocken wir eine Runde Beach Buggy Racing. Was ist es überhaupt für ein Game? Ich weiß es nicht genau. Anhand vom Tutorial, wo ich schon durchgezockt habe, erinnert es mich sehr stark an Mario Kart. Ob es aber auch so viel Spaß macht oder nicht, das erfahren wir jetzt miteinander gemeinsam hier auf Playvezia. Also ab geht's! So, es startet 3, 2, 1, 1, los, jawoll! Okay, er geht da schon mal mit der Hand rumbädeln. Grafik finde ich noch cool gemacht. Da haben wir die genannten Power-Ups, die ziemlich stark an Mario Kart erinnern. Und was bringt uns das? Das gibt uns einen Boost. Das ist der Nitro. Oh mein Gott, ich drehe mich da um. Nächste Power-Up wird eingesammelt. Jetzt kriegen wir das Schild. Was bringt uns das Schild? Ich aktiviere es einfach. Komm, ich aktiviere es einfach. Scheiß drauf. Wir kriegen nämlich gerade den nächsten Power-Up und das ist wieder ein Schild. Das ist wieder ein Schild, wird gerade wieder aktiviert. Wo sind die Gegner? Sind jenes weiter hinten drin. Das sehen wir gerade hier oben in dieser Balke. Aber das ist halt das erste Rennen, das ist natürlich auf easy. Und was ist da? Zerbrochene Erdkugel. Gehen wir einfach mal ab. Ah, das lässt also die Erde kaputt machen. Und wir sind Erste. Eine einzige Runde und wir sind bereits Erste. Aber es ist auch auf easy eingestellt. So, jetzt sind wir direkt im Rennen Nummer 2. Und los geht's. Start ist einigermaßen gut gelaufen. Wir kommen schon mal durch. Komm einfach mal das Power abholen. Perfekt. Und wir sind bereits Erste. Wir sind. Oh! Da kommen so hohe Krebs einfach raus. Was soll das? Und wir geben hohe Gümpfe. Und weil ich Erste bin, muss ich da gar nicht mein Power abzünden. Okay, wir sind schon durch. Zünden noch unser Power-Ding. Ich glaube, wieder nur auf eine Runde. Und wir sind im Ziel. Und bereits wieder Erste. Boostblitz! Sieht nach einem neuen Rennmodus aus, der in der Karriere kommt. Alle Power-Ups sind Boost, fahre gegen die Uhr, meistert das Rennen innerhalb der zeitlichen Vorgaben, um Sterne zu verdienen. Halte die Augen auf für Abkürzungen. Dann würde ich sagen, machen wir das auch. Zeit läuft aber und los geht's! Jawohl, wir sind wieder mal ein perfekter Start. Und da haben wir genau die Boost. Und jetzt müssen wir da so schnell wie möglich in dem Fall die Boost einfach zünden. Die Strecke kennen wir ja. Oh mein Gott, schlittere ich da rum. Ich war nicht gerade so schlau, am Boost in einer Kurve zu zünden. Jetzt hier, zack, und jetzt Boost zünden. Und der nächste, nein. Oh, einfach nochmal zünden, einfach nochmal zünden. Und nochmal zu meinen jetzigen Boosts. Also zünden wir die Scheiße. Oh mein Gott, schaffe ich es auch wirklich in der vorgegebenen Zeit, hier reinzukommen. Nochmal boosten, wir boosten einfach, wir boosten. Und lassen auch noch das Special, das wir allgemein haben, ab. Und wir boosten nochmal, oh mein Gott, und gerade nochmal boosten. Und wir sind bereits im Ziel. Haben wir es geschafft? Nein, wir sind nur Zweite. Neues Rennen, neue Map und es geht los. Jawohl, komm, das schaffen wir doch wieder, das schaffen wir wieder. Ich will da wieder Erste werden, aber natürlich werden die Gegner immer stärker und stärker. Das ist ja logisch, aber aktuell auch perfekt. Sehr schön, Schild wird aktiviert, weil wir einen hinter uns haben. Letzte Kurve, wahrscheinlich vor dem Ziel, jawohl. Power wird nochmal aktiviert und wir sind bereits wieder erst. Rennen Nummer 5 darf starten. Wir geben wieder Gas, wieder ein neues Level, neue Strecke. Aber es ist wirklich ein bisschen langweilig, jetzt am Anfang muss ich sagen, weil es einfach auf easy ist, das Ganze. Man hat noch keine anderen Dinge. Oh, da haben wir ein bisschen Spezielles. Was ist denn das? Einfach mal aktivieren. Keine Ahnung, was jetzt das war. Irgendein Vogel, der da zwitschert oder ist es für Strecke? Ich weiß auch, boah, die anderen kommen da hören. Hey, würdest du da hören, wie da Heiland sagt? Das Power-Up sieht geil aus. Das Power-Up sieht geil aus. Das warte. Vielleicht sind wir dann irgendein Sven noch hinten drin dürfen. Und wir aktivieren den Boost. Oh mein Gott, was ist das jetzt gewesen? Das ist das jetzt gewesen. Wir aktivieren hier jetzt einfach. Oh mein Gott, so geil. Da hätte ich genau auch das gehabt. Aber jetzt sind wir nicht mehr der Erste, weil der Wichser uns noch kurz vor dem Ziel so geholt hat. Jetzt sind wir nur noch Zweite. Das gibt's doch nicht. Hier, das ist einfach, wir werden gleich nur Zweite. Nein. Wir kommen zum letzten Rennen und das ist ein Boss-Wettkampf. Fahre vor Leilani über die Ziellinie. Wenn du gewinnst, entsperrst du die nächste Serie an Disziplinen. Sei vorsichtig, Leilani hat ein paar Tricks auf Lager. Dann schauen wir doch einmal, ob ihre Tricks etwas nutzen oder nicht. Ey, die kommt einfach mal weg und da so Scheiße rein. Was soll das? Komm, einfach mal. Ah, oh nein, 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 nein. Die ist wirklich besser.
Ah, oh, shit, komm, verwünscht. Ja, wir haben sie verwünscht. So geil. Und jetzt geht's zum nächsten. Oh nein, die hat einen hohen Scheiss. Dingsbum. Und jetzt einfach durch. Der Riss ist aber scheiße. Den kannst du auf gerade Strecken anwenden. Okay, oh, der ist gerade geil. Den lassen wir jetzt ab. Der verwünscht sich sicher. Jawohl, wir haben sie verwünscht mit ihren Blümchen. Und gerade die Kisten sind scheiße. Die gehen gegen den Hinteren. Komm, weg mit dir. Oh, das Rennen ist wichtig. Das müssen wir gewinnen. Das will ich gewinnen. Was haben wir da? Und. Oh, haben wir sie jetzt der verwünscht? Komm. Und jetzt unter der Bus. Und wir sind im Ziel. Aber es geht über zwei Runden. Dann hätte ich den Bus nicht anwenden sollen. Nein. Es geht in die Entscheidung. Sie ist ziemlich nah bei uns. Sie ist gerade hinter mir. Ihr seht sie. Wir haben aber hier den Bull. Und ich aktiviere ihn einfach, falls genau wegen dem Wichser da. Und wir sind im Ziel, wir haben es geschafft, wir haben den Bosskampf für uns können entscheiden. Das war's jetzt mit dem ersten Teil von Beach Buggy Racing hier auf PlayVZ. Wenn es dir gefallen hat und du möchtest noch einen zweiten Teil sehen, dann gib doch dem Video einen Daumen nach oben. Denn wir sind jetzt am Ende angekommen. Vergiss nicht noch PlayVZ, da den Kostenlos zu abonnieren. Und hier oben findest du den Link zu meinem persönlichen Kanal Wi-Fi. Jetzt sind wir tatsächlich komplett am Ende. Ich wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!